ersten drei Teams waren einfach auf zwei Runden gleich. Aber wir waren dann sozusagen nach dem Le Mans-Start auf dem zweiten Platz. Weil ich kann da oben 3 Stunden am Stück durchfahren, ist für mich eigentlich egal. Und damit moin moin zur dritten Stunde der Le Cresse 240, der vierten Folge. Wir starten natürlich wie immer. Unser Team hat ein Problem. Wir haben jetzt gerade wieder den Wagen auf Vorderbahn gebracht. Noah rennt zur Strecke, Milo ist oben und es geht wieder auf die Piste. Was der aktuelle Stand? Auf Platz 1 ist Pannenservice ADA mit ihrem Audi. Auf Platz 2 Funcrew mit dem BMW. Auf Platz 3 sind die gelben Drift Freaks mit ihrem Alpha. Da kommt er gerade aus der Boxengasse. Und auf Platz 4 ist LMI. Die haben lange geführt, sind dann durch einen größeren Schaden zurückgefallen und versuchen jetzt wieder nach vorne zu kämpfen. Sie haben einiges, was sie wieder aufholen müssen. Aber schauen wir erstmal, wie hier unser Tag jetzt beginnt. Die dritte Stunde, das ist schon echt anstrengend. Nicht nur für die Kameracrew, sondern auch für die Fahrer. Einige haben natürlich schon öfters durchgewechselt. Und ja, aktuell gibt es noch keinen richtigen Ausfall. Das Pack vorne, die 4 Fahrer vorne sind recht eng zusammen. Kann man fast sagen, die ersten 5 sind noch recht eng zusammen, haben vielleicht einen Unterschied von 10 Runden. Und ist doch schon mal eine gute Ansage, oder? Cress Garage ist weit zurückgefallen, Porsche Ring hat ein paar Mal Probleme, Angry Nerds hat ein paar Probleme, aktuelles Schlusslicht ist immer noch leider alt, aber zäh. Die fahren den schönen Rockmann Audi. Hier haben wir jetzt wieder unseren schönen BMW, der seine Runden dreht. Und auch da, wir haben immer wieder Probleme. Wir haben den Reifenmitnehmer, der innen drin ein bisschen zu klein ist. Und dadurch schleifen die Felgen am Hub, am C-Hub und an den Reifen fängt es einfach an zu schmelzen und heiß zu werden. Hier haben wir sozusagen LMI in ihrem schönen Porsche, in ihrem schönen Opel Manta. Eigentlich ein Rallye-Design, das ich da mal übertragen habe für die Jungs, aber sieht trotzdem sehr gut aus. Und die sind gerade auf einer Aufholjagd. Die müssen jede Runde einfach nur vom Feinsten fahren, um wieder nach vorne reinzukommen. Aktuell sind sie auf Platz 4, sie waren lange auf 1. Mal gucken, wie es für sie weitergeht. Und ich bin gesagt oder gefragt worden, hey Tobi, du zeugst ja nur Unfälle. Weil das nicht so sein soll, versuche jetzt einfach mal ein paar schöne Runden hier, die wir jetzt in dieser dritten Stunde haben, für euch mitzunehmen. Also hier, ui, kommt ein bisschen weit raus, LMI, ab durch die Schikane. Hier haben wir jetzt nochmal unseren Audi, der dreht sich trotzdem. Ja, es gab es einfach, Konzentration war anstrengend. Die Fahrer sind immer so 20, 25, 30 Minuten Slots teilweise gefahren. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Da kommt gerade der Erste, der Führende im Audi. Pannenservice ADA. Wir lassen ihn schön vorbei. Er fährt hier eine sehr schöne, saubere Runde. Auch nach den ganzen Fahrstunden schon sozusagen, nach den gefühlten 300, 400 Runden, die hier gefahren wurden, kommen sie echt gut vorbei. Hier haben wir die Fun-Crew mit ihrem schönen 4 Audi, 4 BMW. Ich bin wieder durcheinander, was die Wagen angeht. Namen sind übrigens nicht so meine Stärke. Aber er sieht gut aus und kämpft auch vorne mit dabei. Die ersten beiden sind übrigens aus der E100er-Klasse. Die fahren beide SNRC G, glaube ich. Also die Grundversion gibt es so für knapp 100 Euro und halten hier ganz gut mit. Also zeigen den etwas größeren Klassen, wo es lang geht. Hier haben wir jetzt Eberswalder Modellclub, fahren auch einen sehr schönen Alfa Romeo, ich glaube ein 75er ist das hier, in sehr schönen Rot und Alfa Romeo Racing Design. Und wir sind jetzt hier oben mal, gibt gleich einen Fahrerwechsel, das ist der Ben von LMI Racing, der soll auch gleich mal reinkommen. Ist ein bisschen verwirrt, was die Taktik seiner Crew angeht, er würde gern sehr viel länger noch fahren, aber so ist es. So, jetzt kommt da hinten, ups, Poller mitgenommen. Langsam rein in die Bande, in die Gosse hier. Und jetzt gibt es einen Fahrerwechsel. Und jetzt nervös? Nö, überhaupt gar nicht. Fährst du das zweite oder dritte Mal schon, oder? Zweite Mal. Ist ja. Wagen läuft gut, glaube ich, ne? Wagen läuft gut, ja. Ein Defekt hat man. Was sind so die schwierigen Stellen? Die Überholstellen. Ups, da gab es noch einen kleinen Fehler, aber jetzt geht es mit voller Konzentration weiter. Wir haben jetzt ungefähr
die Hälfte der dritten Stunde hinter uns. Alle Fahrer sind gerade auf der Piste. Jetzt gibt es hier noch ein bisschen Verwirrung, wer der Führende übrigens ist. Also aktuell führt immer noch, ich glaube, Pannenservice vor Fun Crew und vor allem I ist mittlerweile auf 3 gekommen. Und ihr seht es da hinten, meine Crew ist schon wieder bereit, oder das Team. Der BMW von uns kommt schon wieder rein. Und ich kann es also grob vorwegnehmen, dieser Boxenstopp ist nur einer von 15 Boxenstopps, die wir in diesem ganzen 4-Stunden-Rennen machen sollten. Und ich habe es gerade mal nachgerechnet, insgesamt haben wir fast 40 Minuten in der Boxengasse oder auf dem Chip gefahren. Letzte Runde gefahren von der Kress-Garage mit 24,6. Ich habe leider nicht gesehen, wo die abgekürzt. Tja, jetzt wird uns auch noch unterstellt, dass wir abkürzen. Dabei stehen wir doch schon wieder in der Boxengasse. Es sind natürlich ein paar Runden seitdem vergangen. Ich glaube, es war, dass wir abgekürzt haben, aber es hat keiner gesehen und darum haben wir die schnellste Runde. So, jetzt kommt nochmal der Eberswalder Modellwelt rein. Die sind aktuell auf Position 5 mit 306 Runden. Wir machen nochmal einen Boxenstopp. Ja, Scheiße. Rennen fahren. Jetzt kann man halt nichts mehr sehen im Rückspiegel. Ja, erst mal noch den Innenspiegel vor. Ja, zum Glück. Mit dem Akku kommt ihr gut durch, mit dem kleinen? Ja. Doch, haben wir immer genug Reserve. Hast du jetzt das Gefühl, ihr müsst öfters wechseln? Habt ihr einen kleinen oder wie alle anderen auch? Nö, wir haben ja uns eh dafür entschieden, öfter zu wechseln. Ja, ja. Einfach auch aus Konzentrationsgründen. Ja. Und nö, läuft alles genauso wie geplant. Ja, merkt ihr. Und waren sie auch noch nach keine Reparaturen, keine Unfälle. Also kein Kratzer, aber sonst ist gut. So, mit einer 46,75 starten sie wieder auf die Strecke. Wir haben jetzt 2 Stunden 37 gefahren, Fun Cruise auf 1, Pan Service auf 2 und die trennt nur 8,5 Sekunden. LMI Racing kommt dahinter mit knapp 7 Sekunden. Das ist schon echt krass. Uiuiui, wir schlindern da so ein bisschen. Also die ersten 3, immer noch ersten 4, immer noch sehr, sehr eng zusammen. Aber LMI hat sich schon wieder ein bisschen vorgekämpft, ist wieder aufs Treppchen gekommen. Jetzt haben sie noch ein paar Runden Zeit, um diese 8 Runden wieder rauszuholen. Also das Ganze ist spannend, auch das Mittelfeld hat noch gute Chancen. Jeder kann ja mal hängen bleiben und liegen bleiben und dadurch kann man Platzierung gut machen. Wir hatten übrigens ziemlich viele Zuschauer hier, das war ziemlich cool. Ich habe ja Werbung im Kino laufen lassen, ich habe mit der Zeitschrift gesprochen, die haben mir über das Event berichtet. Sollte man übrigens immer als Verein machen, einfach mal so einen halbfertigen Text an die Zeitschrift schicken, an die Zeitung schicken mit so ein paar Bildern. Manchmal arbeiten die dann mit euch zusammen. Ansonsten, ja, das war hier weiterhin spannend. Es ist ein langer Tag und da passiert einfach jede Menge. Das heißt, für jeden wird es spannend. Wie wir jetzt hinten schon wieder einen Boxenstopp haben, kann das natürlich auch den vorderen passieren. Ein doofer Unfall, der Wagen ist kaputt und dann liegst du da. Und dann ist natürlich das Ganze wieder nach der Kampf von vorne nach hinten und was man wieder an Positionen rausholt, ziemlich da. LMI Racing zum Beispiel haben es gut gemacht, sind mittlerweile 2 Plätze wieder vorgekämpft, fahren unheimlich gute, konstante Runden, holen fast jede Runde 1 Sekunde raus, aber man braucht ja auch gut 30 Sekunden, um eine ganze Runde wieder rauszuholen. Also, wir sind jetzt so langsam am Ende der ersten Stunde angekommen, aber jetzt kommt unser großes Highlight, das dritte Speedrennen. Wir starten jetzt unser drittes Sprintrennen. Freut mich, dass ihr dabei seid bei der Kress Garage. Wir sind hier bei den Le Kress 240, dem 4-Stunden-Rennen, was ich veranstalte. Oh, und da schlagen die Autos aber heftig. Eingang der Kurve oder Ende der Geraden, infahren. Ja, super spannend hier. Gleich startet ein Sprintrennen. Das heißt, 5 Minuten gibt es Zeit, wo die Fahrer, immer wieder neue Fahrer sozusagen, während des ganz normalen Langstreckenrennens versuchen hier Höchstgeschwindigkeiten rauszuholen und die beste Rundenzeit zu fahren. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Aber bevor wir jetzt hier zum Speedrennen kommen, ist nochmal die heiße Phase der Boxenstops. Fun Crew auf 1, Pan Service auf 2, LMI auf 3, Drift Freaks auf 4, Eberswalde auf 5 und die sind alle noch vorne gut mit dabei. Ja, und wie sieht es jetzt aus? Boxenstopp, das heißt, wir haben jetzt noch knapp 7 Minuten, bis es weitergeht. Ui, da dreht sich der, schlägt der Audi nochmal ein. Alle sind schon wieder bereit. Da steht noch ein Manta, was ist da los? Ne, der kann doch noch fahren, da kommt der nächste Manta. Und ja, hier ist immer noch Trouble. Also wir machen uns langsam bereit, die Fahrer sind jetzt schon wieder ein paar Minuten gefahren. Auch die Kress Garage Racing Crew macht sich bereit für einen Boxenstopp, um mit wie immer frischen Reifen, Akku auch wieder auf die Piste gleich zu kommen. Wo ist der Wagen? Wo ist er denn? Ui, oh, hier dreht sich nochmal der BMW, genau in einer gefährlichen Stelle. Jetzt, da muss er aufpassen, dass da nicht einer reincrasht.
Aber da kommt unser BMW und wir nehmen mal die Zeit mit. Was brauchen wir denn so aktuell? Also, Carsten rennt, Wagen wird aufgebockt, jetzt machen wir Karosseriepins ab. Erstmal Akku wechseln. Wir haben uns ja für sehr große, sehr schwere Akkus entschieden. Ich glaube, wir haben 8000er dabei gehabt. Die sind natürlich schwer. Da gab es ein paar andere, die mit so 6000er Shorties gefahren sind. Also Akkus, die wesentlich weniger wiegen, teilweise 160, 170 Gramm. Mechaniker. So wie es aussieht. Doch, Reifenwechsel machen wir auch noch. Wie sieht's aus? Sind die Reifen verklebt? Kommen sie gut runter? Kommt auch rein? Ui, hier macht sich spannend wird's. Ja, ja, klar. Wo ist er denn? Da vorne auf der Geraden. 2 Minuten haben wir noch. Ach, da hinten kommt er rein. Ja, wir sind immer noch in der Boxengasse. Da wird immer noch geschraubt. Auch hier kleben die Reifen wieder so ein bisschen fest. Das ist nicht gut. Ich nehme die Zeit mal langsam raus. Das dauert hier noch länger. Aber trotzdem, alle noch hoch konzentriert. Da sind sie, die Fahrer. Einer ist in der Box. Auch Noah wartet darauf, dass der Wagen wieder reinkommt. Hiermit nochmal den Alfa Romeo von der Eberswalder. Vorhin sind sie einen ganz guten Boxenstopp gefahren. Ziemlich ruhig, kontinuierlich gemacht. Mal gucken, wie sie es jetzt hinkriegen. Währenddessen fahren die anderen natürlich weiter. Wenn man sagen kann, so im Schnitt 28, 29 Sekunden für eine Runde, dann weiß man genau, was ein Boxenstopp braucht, der eine Minute dauert. Ne? Also ja, 2 Runden, hab's ja fast vorgesagt. Aber den müssen jetzt alle machen. Zum Speedrennen müsste es ja auf jeden Fall einen Fahrerwechsel geben. Es wird ja so angesagt, dass nicht einer immer die Rennen fährt, sondern jedes Speedrennen musste einer der 3 Fahrer machen. So, wir sind immer noch am Schrauben. Alt, aber C macht sich auch bereit für einen Boxenstopp. Eberswalder Drift, Leute. Oh, da sind sie draußen. 48, 1, 6. Ich glaube, vorhin hatten sie eine 47, aber trotzdem noch 1,5 Runden. Danke. Damit kann man noch leben. So, wo geht's weiter? Wer kommt als nächstes rein? Ist hier die große Frage. Da wird noch ordentlich gefahren. Die haben alle noch Power. Oh, da hat sich einer gedreht. Aber dem Manta wird schnell geholfen. Kurz warten. Keinen behindern und wieder drauf auf die Strecke. Uiuiui, da dreht er sich weg hier. Und da kommt der nächste rein. Alt aber C. Fahren einen sehr schön lackierten Audi. Und wer holt ihn ab? Wer holt ihn ab? Wer holt ihn ab? Da kommen sie schon. Machen alles sehr gemütlich. Und hey, unser Audi ist wieder auf der Strecke. Unser BMW meine ich natürlich. Ist ja schon fast hier ein Running Gag. So, kurz warten, dass alle vorbeikommen und jetzt wieder frisch ins Rennen rein. Gleich geht's ja los um die Bestzeiten fahren. Also jetzt noch ein bisschen Reifen auf Temperatur bringen, damit man gleich richtig frisch ist. Hier kommt noch der nächste rein. LME Racing, aktuell noch auf Platz 3. Ich lasse mal eine zweite Zeit laufen. Das heißt, Eberswalder Modellwelt ist immer noch am Schrauben. Jetzt knapp 29, 30 Sekunden. Ben, ihr dürft nur einen Schrauber in der Boxengasse haben. Da wird es ein bisschen voll bei LMI, die sind da zu viert in der Boxengasse. Ist natürlich ein bisschen wenig, ein bisschen viele, die da hier arbeiten müssen. Aber LMI, nein, hier, Alt aber C, ganz gemütlich, den Akku gewechselt. Jetzt werden die Karosseriepins wieder drauf gemacht. Sie sitzen da hinten dran, sie fahren nur noch sozusagen so ein bisschen für die Ehre, den Wagen heile lassen und einfach gemütlich noch gut zu Ende fahren. Hauptsache am Leben bleiben. Ich habe den Reifen jetzt so drauf gedengelt. So, hier wird gefachsimpelt. Ich hoffe, er hält. Soll ich nochmal Werkzeug zum Schnellachse ausbauen? Aber wir brauchen andere Reifen. So, ich weiß nicht ganz genau, wie lange jetzt Alt aber Zähl gebraucht hat. Aber hier wird geguckt, was mit den Reifen ist. Cutter, Drahtbürste und so, um die Achse sauber zu machen. Okay, soll ich holen, ja? Was mit LME Racing? Sind immer noch dabei. Machen auch einen großen Wechsel, das heißt Reifenwechsel und Akkuwechsel. Eigentlich einer in der Boxengasse, ne? Eine Minute zum Start. Übrigens, für so ein paar Reifen haben sich schöne Felgensticker geholt und haben hier einen elektronischen Schrauber dabei. Natürlich auch eine nette Situation. Hier kommt der nächste Wagen rein. Das müssten die Drift Freaks sein in ihrem schönen gelben Alfa Romeo. So, LMI geht wieder auf die Strecke. 1,28, also knapp 3 Runden
haben sie damit verbracht, Akku und Reifen zu wechseln. Dann haben wir die gewechselt. Jetzt ist hier mein Kameramann am Start. Ich gehe langsam nach hinten, um mich auf das Rennen vorzubereiten. Auch hier frischer Akku rein. Deckel, Haube wieder drauf. So, eine Runde haben wir jetzt schon hinter sich. Schaffen sie unter 50, ist die Frage. Dann haben sie eine gute Zeit. Gut, gemütlich. Akkupins rein. Langsam wird's knapp. So, ab auf die Strecke und ne, oi, 48. Und parallel ist der 5-Minuten-Slot gestartet. Das heißt, jetzt haben alle Teams 5 Minuten Zeit, die beste Runde zu fahren und da dann natürlich auch einen Platz gut zu machen. Ich bin jetzt hier mal dabei. Vorneweg jetzt erstmal ein bisschen mein Audi hier schön fahren sehen. Der sieht einfach gut aus, unser Meisterjäger. Mit leider ein paar Problemen, aber wir sind immer noch dabei in unserer E100er-Klasse. Wir fahren ja einen TT02. Ich nehme jetzt hier mal die erste Zeit mit. Ne, nicht von uns, sondern vom hier, Porsche Ring. Aktuell auf Position 7 mit 312 gefahrenen Runden. Haben sie knapp 50 Runden, 60 Runden hinterm ersten herliegend. Sind aber auch noch keine richtigen rennerfahrenen Leute. Jetzt habe ich mir mal eine zweite Kamera dabei. Und links seht ihr jetzt sozusagen, was die zweite Kamera sieht, denn hier gibt es ja auch noch mal einen Boxenstopp. So, alt aber C jetzt mal gestartet und unten kommt jetzt auch noch gleich ein Wagen rein. Die müssen noch mal mitten im Rennen Boxenstopp machen. Das heißt, aktuell verfolge ich jetzt alt aber C. Die sind aktuell auf Position 10 mit 279 Runden, fahren aber trotzdem sehr schön und sieht auch immer noch gut aus und geben auf gar keinen Fall aus. Auf. Das heißt, was haben wir für eine Runde bei den Jungs? Kommen hinten wieder auf die Messung. Eine 27,7, doch gar nicht mal so schlecht. Parallel habe ich jetzt mal die Zeit für die Drift Freaks gestartet. Aktuell auf Platz 4 mit 359 Runden. Der Boxenstopp geht jetzt in die 30 Sekunden rein. Hinten auf der Gegengerade die Schikane durch. Ist ein bisschen schwer einzusehen von oben. So, wieder auf der Schikane durch und wir fahren eine 26,47. Das war schon mal ziemlich gut und ich habe jetzt mal von LME Racing eine Zeit mitgenommen. Position 3 aktuell mit 368 gefahrenen Runden. Der Boxenstopp dauert schon unten über eine Minute. Was ist da los? Was ist da los? Und das in der weltvollen Zeit des Speedrenns hier. So, jetzt ist er wieder rausgekommen. Eine Minute 8 hat es gedauert unten. Die haben wahrscheinlich Reifen gewechselt und Akku gewechselt. LME Racing hat eine 25,52 gefahren. Das ist eine sehr, sehr gute Zeit. Da sieht man mal, wo der Unterschied liegt. Kommen auch gut an einen vorbei. Alle sehen auch, ah, hier kommt ein Schneller, den müssen wir Platz machen. Hier wird nicht gekämpft. So, 2,5 Minuten vom Speedrennen sind rum. Die erste Runde haben sie eine 25,52 gefahren. Was schaffen sie in der zweiten Runde? Schön innen drin, Curves und ganz knapp mitnehmen, gut durch die Schikane durch. Eine 25,42, ein Hundertstel schneller. Wir gucken jetzt mal an, was Eberswalder macht. Die waren ja gerade lange in der Boxengasse. Was bringen jetzt die neuen Reifen? Aktuell sind sie auf Platz 5 mit 356 gefahrenen Runden. Noch 2 Minuten in diesem Speed Racing. Wir fahren ja entgegengesetzt der normalen Fahrtrichtung. Oh, da kommt ein anderer Alpha rein. Holt so ein bisschen auf. Hier wird's eng. Der andere Alpha kommt gut rein. Ui, da ziehen sie rein und was war das denn? Das möchte ich mir nochmal in der Wiederholung anziehen. Also, der rote Alpha zieht zu früh rein, knallt in den gelben rein, dreht sich aber raus. Uiuiui, das hat sie Zeit gekostet, da standen sie lange. Sie sind eine 3,35 gefahren. Ich schaue mir nochmal eine Runde an, wie es jetzt aussieht, wenn sie keinen Crash bauen. Was fahren sie dann für Zeiten? Wo natürlich jetzt ein bisschen, ui, so ein Dreher macht nicht Spaß. Da fühlt man sich immer so ein bisschen, da ist der Rhythmus raus, sieht man jetzt hier auch. Also richtig rund fährt er gerade nicht und natürlich Fahrer-Akku-Wechsel. Das heißt, es ist ein frischer Fahrer an der Position oben an der Funke. Gleich wissen wir es. So, jetzt kommen wir auf die Startzielgerade hier unten. Haben wir die Schikane durch und eine 29,47. Naja, 5 Sekunden schneller. Wir gucken jetzt mal an, was fährt denn Pannenservice ADA? Sind aktuell auf Position 2 mit 380 gefahrenen Runden. Wir haben noch 50 Sekunden hier in unserem Speedrennen. Hier wird es richtig spannend gerade. Aktuell die schnellste Zeit von LME Racing gefahren. Und
Das sieht schon mal gut aus. Eine 27,15. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Komm, wir nehmen mal eine Zeit mit uns mit. Was schaffen wir? Noch 27 Sekunden haben wir Zeit, zu rumzukommen. Kressgarage, gerade auf Position 8 mit 311 gefahrenen Runden. Haben knapp 8 Runden. Sitzen wir hinter dem Siebtplatzierten. Und haben einfach unheimlich viele Probleme. Aber trotzdem, die Jungs sind alle mit Ehrgeiz dabei. Da wird ein bisschen geschlindert hier, die Heckantriebschleuder. Was fahren wir für eine Zeit? Eine 27,25. Da kommt noch ein Manta rein, der war auch nochmal in der Boxengasse. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen die Überzeit hier. Das heißt, bis der Führende die Runde zu Ende gefahren ist, läuft noch ein bisschen die Zeit. Aber ich kann euch sagen, wir gucken gleich mal rein. Wer hat denn jetzt hier welche Runde gewonnen? Wer hat das ganze Speedrennen gewonnen? Hat es noch einer geschafft, am Ende LMI zu schlagen? Überzeit ist jetzt vorbei. So, das war's also. Wer hat in diesem Zeitslot die beste Zeit gefahren? Ich gehe mal direkt rein und höre mir an, wer was wie gewonnen hat. LMI Racing hat wieder gewonnen mit der schnellsten Runde, 25,1. Handkuh hoch 2, Altauer C hoch 3, danach Fun-Service, Pressgarage, Angry Nerds, Drift Street, Carter, Nie und Überswalder Modellweg. Porsche Ring hat leider nicht viele Runden geschafft. Und weiter jetzt noch 54 Minuten bei dem 4-Stunden-Rennen. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Auf Platz 1 die Fun Crew Pun Service, auf 2 LMI Racing auf 3 und die Drift Freaks auf 4. Ein echt spannender Tag. Wenn euch dieses Rennen hier und diese Folge wieder gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da. Wenn ihr die spannende nächste Folge nicht verpassen wollt, die finale Folge, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, dann verpasst ihr keines mehr meiner Videos. Wenn ihr Interesse habt, mit mir so ein Rennen auszutragen, schreibt mich mal an. Ich suche noch Clubs in Mitteldeutschland, die Lust haben, mit mir so ein Rennen umzusetzen. Ja, ich sage jetzt einfach noch, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten drunter. Ansonsten sage ich ciao und tschüss, bis bald, euer Kress.